Diese Woche in Week. Mit einem offiziellen Release-Termin zu The Elder Scrolls Online, Trailern aus der VGX, scharfen Tatsachen und der Rückkehr einer Legende. Hallo und herzlich willkommen bei InWeek. Schön, dass ihr es wieder mal geschafft habt. Natürlich ist unsere heutige Sendung wieder randvoll mit Meldungen aus der Videospielwelt. Bleibt also dran, hier sind die News. Tapfere Krieger von Tamriel, aufgepasst! Das lang erwartete Elder Scrolls Online hat endlich einen Veröffentlichungstermin. Am 4. April könnt ihr eure verstaubten Schwerter und Schilder endlich wieder aus dem Keller holen und erneut auf Reisen gehen. Dieses Mal nicht alleine, denn das neue Elder Scrolls ist ein MMORPG, das euch in eine Welt voller Abenteuer und Gefahren einlädt, die ihr mit Spielern aus der ganzen Welt bereisen könnt. Vorerst geht das Abenteuer allerdings nur für Mac- und PC-Nutzer los. Konsoleros müssen sich leider noch ein wenig gedulden, aber bevor ihr eure Waffen in den Sand steckt, markiert euch schon einmal den Juni 2014 in eurem Kalender ein. Ein Monat, der zwar noch in weiter Ferne liegt, aber hey, dann gibt's auch Futter für Xbox One und PlayStation 4. Und hier ist gleich noch ein Veröffentlichungstermin für euch. Für Leute, die gerne Geheimagenten werden wollen und sich schon in ihrer frühesten Kindheit unter Umzugskartons versteckt haben, gibt es jetzt frohe Kunde. Vor einer Weile geisterte ja dank Amazon ein potenzieller Termin für Hideo Kojimas neuesten Geniestreich im Internet. Doch jetzt ist Schluss mit Spekulationen, denn Konami selbst macht's nun offiziell. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes wird am 18. März in den USA erhältlich sein. Europäische Fans werden dann zwei Tage später glücklich gemacht. Und damit Hobby-Schleichagenten die Kaufentscheidung ganz besonders schwer gemacht wird, kommen die PS4 und Xbox One-Versionen gleich mit zwei unterschiedlichen Zusatzmissionen daher. Hätte ich nur das Geld. Unsere nächste News hat mal so gar nichts mit Videospielen zu tun. Der folgende Trailer hat uns aber so dermaßen umgehauen, dass wir gar nicht anders können, als ihn euch zu zeigen. Zu diesem Anlass haben wir einen Gast eingeladen, der schon das ein oder andere Mal vor unserer Kamera stand. Herzlich willkommen, Gojira-san. Schön, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Gojira-sensei, Sie wirken so anders, etwas kleiner und älter. Ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Warum sehen Sie so anders aus als in Ihren Filmen? Die wahre Größe einer Echse lässt sich nicht am Äußeren ermessen, junger Quasi. Außerdem weiß doch mittlerweile jeder, dass in Japan alle viel kleiner sind als im Rest der Welt. Außerdem bin ich schon seit 1954 in dieser Branche. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Hinzu kommt, dass man bei Filmproduktionen gerne zum Make-up greift. Dadurch wirke ich im Fernsehen viel furchteinflößender. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Erklärung, Gojira-sensei. Können Sie uns bitte etwas über den neuen Teaser erzählen? Ihr letzter Film war ja doch eher schwach. Selbstverständlich. Wie du eben erwähnt hast, handelt es sich hierbei um den offiziellen Teaser zu meinem neuen Film, der am 15. Mai in die Kinos kommt. Regie führt mein langjähriger Kollege Edward Garrett, der zwar noch nicht lange als Regisseur arbeitet, mit seinem Science-Fiction-Drama Monsters allerdings die Herzen vieler Filmfans im Sturm erobern konnte. Und was den letzten Film angeht, der war nur so schlecht, weil mein lausiger Cousin Jack W. Zilla für mich eingesprungen ist. Na, das klingt doch fantastisch! Wir sind jedenfalls gespannt und hoffen, dass der neue Godzilla der Film richtig gut wird, denn optisch macht der Trailer schon einiges her. Wer einen kleinen Blick auf mein filmisches Comeback werfen möchte, hier. Am Sonntag wurden die Spike Lee Video Game Awards, kurz VGX, ausgestrahlt und wie erwartet wurden neue Trailer gezeigt. Leider waren die diesjährigen Ankündigungen eher schwach und teilweise ziemlich enttäuschend. Zum Beispiel kündigte Nintendo ja vor den VGX an, dass es eine Weltpremiere geben wird. Letzten Endes gab es kein neues Zelda, dafür aber die Gewissheit, dass Cranky Kong in Donkey Kong Tropical Freeze als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen wird. Toll. Dennoch gab es auch ein paar nette Überraschungen. Die Jungs von Telltale Games konnten den Abend mit zwei Ankündigungen dominieren und so die Show retten. So wurde per Teaser zum einen bestätigt, dass tatsächlich fleißig an einem Game of Thrones Spiel gearbeitet wird, zum anderen wurde ein Adventure zu Borderlands angekündigt. Das Projekt hört auf den Namen Tales from the Borderlands und wird neben bekannten Gesichtern der Shooter-Serie auch neue Charaktere an die Front schicken. Sowohl Game of Thrones als auch Tales from the Borderlands sollen dann nächstes Jahr über eure Bildschirme flimmern. Ehrlich Leute, wie wollen die das alles schaffen? Zurzeit läuft ja immer noch Wolf Among Us und auch die zweite Staffel The Walking Dead geht nächste Woche los. Zu viel Kaffee-Intus oder was?
Kein Trailer, dafür aber ein Infovideo mit exklusiven Spielszenen zu Quantum Break gab es bei den VGX von keinem geringeren als Sam Lake spendiert. Im Video spricht der Creative Director von Remedy über Story, Charaktere und Gameplay. So steht nun fest, dass man die Geschichte aus der Sicht zweier Charaktere erleben kann, die Zeit manipulieren und sich auf deftige Schussgefechte freuen kann. Laut Sam Lake dürfte uns ein spannender Mix aus Alan Wake und Max Payne erwarten. Wann der Xbox One Exklusivtitel erscheint, ist noch nicht bekannt. Fragwürdig war dann doch schon eher die Ankündigung zu Tomb Raider Definitive Edition, die, seien wir mal ehrlich, kein Schwein braucht. Bei dieser Edition handelt es sich um das erfolgreiche Tomb Raider Reboot, das im März dieses Jahres für die PS3, Xbox 360 und den PC erschienen ist. Das Ganze gibt es jetzt noch einmal in einer aufgepeppten Version für Next-Gen-Konsolen und soll uns mit diversen Goodies vom Kauf überzeugen. Bis auf ein unnötiges Facelifting sind mir persönlich die Vorteile dieser Wiederkäuung schleierhaft. Buchstäblich gestohlen wurde die Show vom neuen Trailer des Thief-Reboots. Ach, der war gut. Das neue Video kommt nicht nur mit neuen Gameplay-Szenen daher, die den Meisterdieb in Aktion zeigen, auch ein paar nette Cutscenes sorgen für eine düstere Atmosphäre. Nicht nur die Welt von Thief sieht unglaublich heruntergekommen und dunkel aus, selbst die Charaktere machen den Eindruck, als könnten sie eine gute Dosis Schlaf gebrauchen. Alter, geh mal ins Bett! Und du erst! Merkt euch schon mal den 28. Februar, dann erscheint Thief nämlich für PC, Xbox One, Xbox 360, PS3 und PlayStation 4. Einen genauso düsteren, aber deutlich fitteren Eindruck hinterließ der fette Trailer zu The Witcher 3 Wild Hunt. Hier treffen hübsche CGI-Effekte auf detailreiche Spielwelten und haut drauf Action-Szenen. Besitzer eines Heimrechners, einer Xbox One oder PlayStation 4 dürfen sich dann auf einen Release im nächsten Jahr freuen. Dauert ja nicht mehr lang. Ja, und dann müsst ihr noch auf einen offiziellen Release-Termin warten. Zu den Trailern der Spike Lee Video Game Awards geht es hier. Kommentare. Cooler Bartcliff. Danke. Die Kekse machen mir jetzt schon Angst. Mir auch. Aber sie schmecken so gut. Du bist schon alt, Mann. Hatten wir in der letzten Folge. Cliff, beiß mal mitten in der nächsten Inweek in eine Pepperoni und schön kauen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Abmoderation erreicht. Dafür bekommst du diese schicke Endcard her, die dir unsere letzten beiden Videos zeigt und dich zum Abonnieren zwingt. Also klicken, abonnieren, Kommentar zurücklassen und vielleicht haben wir ja, vielleicht dann ja eure weisen Worte in der kommenden In-Week-Ausgabe. Und ich gehe jetzt nach Hause. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alter.